Hallo und willkommen zum ersten Teil meines Let's Plays von Life is Strange 2 Episode 2 Rules, einem Coming-of-Age 3D-Adventure von Dontnod aus dem Jahr 2018. Es ist die Fortsetzung der Life is Strange-Reihe, in der es bislang 4 Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste. Wir spielen die englischsprachige Fassung mit deutschen Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Let's Play. Willkommen zurück zur ersten Folge der zweiten Episode Life is Strange. Wir spielen weiter. Once upon a time, in a wild, wild world. Ah, es gibt einen Rückblick. Two Wolf brothers. Aber nicht in home there with their Papa Wolf. Direkt. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey. Through the great big forest. The Wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up. But the Wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further, headed to the faraway land of their pop, where they hoped find peace. Ja, guter Hinweis. Also wir können hier im Verlauf des Spiels viele Entscheidungen treffen, die sich auch auf den Verlauf des Spiels auswirken können. Und am Ende sehen wir auch, wie sich andere Leute entschieden haben. Das ist so ein spezifisches Gameplay-Element bei den ganzen Life is Strange-Spielen. Try with this one. That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Let's try to lift something else. Not too heavy, though. I'm a little tired. I'm so glad Daniel took this little girl with us. I'm so glad Daniel took this little girl with us. Ah, okay.
you could try and lift Mushroom? Are you kidding? I don't want to hurt her. Yeah, you're probably right. Let's leave the puppy out of this. Okay. Ja, also wir haben eine kleine Einführung oder einen kleinen Rückblick gesehen, allerdings ein bisschen in sehr Kurzform und halt mit der Metapher der Wolfsbrüder. Das ist hier auch so die Metapher, die sich durchs Spiel durchzieht. Aber in der Sache her haben sie das genau richtig nacherzählt. Wir müssen eben, mussten flüchten, haben unseren Vater verloren und sind auf der Suche nach dem Land des Vaters. Also wir möchten nach Mexiko flüchten. Genau, und das ist eine neue Funktion, das ging beim letzten Mal noch nicht. Also unser Bruder Daniel hat übersinnliche Fähigkeiten, insbesondere eben hier Telekinese, und wir können ihn offenbar jetzt mit einem Tastendruck bitten, Dinge hochheben zu wollen. How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. I'll try. Holy shit! I did it! Like a boss. You're getting good at this. You see that mushroom? That was the biggest rock ever. Jo, genau. Wir können uns jetzt hier ein bisschen umsehen, offensichtlich. Dude. It's getting late and cold. Let's get done with this practice session. How about trying out that rock over there? Just one more time. We already tried yesterday. And the day before. It's too far. I can't reach it. Just one more time. So close. I can feel it. How about those cans? Can you fly them all together without dropping any? Sure. Look. That's awesome, dude. You're getting way better at this. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay. But you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. Mm-hmm. Aw, that sucked. How about one more? Ready? Yes! Look! Look what I can do, Sean! I knew that you could. I've taught you well. But you, you're a master student. Hey, that still sounds nasty.
You're not getting better. I told you. I'm fine. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Can we go back now? Yeah. Let's just fill up the canteens before we head back. That cough has been going on for days, Daniel. I really don't like that. I told you. I'm fine. We've just been outside for a while. Hmm. Okay. Here we go. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. It's too fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. Yeah, dude. Watch it. Seriously. Okay. So, wie übernachten wir denn heute? What did you find, Shroom? Oh, come on! Not again! You gotta leave these poor bunnies alone. Hey, it's been a while since we last saw that rabbit who lives in there. Yeah. I hope it wasn't eaten by a bear, or worse. A family of rabbits lives out here. Just like us. What's worse than a bear and Nano? I don't know. Look, Daniel! I think I saw that rabbit from the other day. It's trying to get home. Ooh! I want to see the bunny! Ah! Fuck! Sean! My hand! Oh, dude. Your face. Sean, you suck. Come on, Daniel. I was just kidding around. Sean? The family that lived here, what do you think happened to them? They must have moved out. Maybe to another state. But they left all their stuff behind? I don't know, man. Maybe they live in Florida and only come here. I don't know if I could gut an animal anyway. I don't know, man. Maybe they live in Florida and only come here every 10 years. Maybe they got tired of these woods. Well, I'm glad they left. We really nailed it with this two-headed snow ogre. Yeah, they're really badass. And Mushroom isn't even afraid of them anymore. Right, puppy? Oh! Almost forgot to check our traps today. Daniel's getting cold. You can't really name birds, right? Probably the name of a child who used to live here. Maybe? Oh, still no catch? Ah, oh, cool. We really suck at this trap thing. Offenbar nicht so einfach, irgendwas in der Wildnis zu fangen. I train Daniel. Daniel can train Shroom. Hey, Enano.
Shroom needs some exercise too, right? Want to fetch mushroom? Huh? There you go! Did it! Go, girl! Yeah! Good girl! Daniel helps me slice wood by holding the logs with his power. Pretty useful. Too bad this wood is rotten. We had to cut some more to keep the house warm. Okay. Also als wir uns sie zuletzt gesehen haben, saßen sie in einem Bus und da waren sie die Nacht über in einem Motel. Daniel's getting cold. Let's get inside and warm him up. How old are these kids today? Sean, what is wrong with my traps? I haven't caught anything. Wildlife one, Daniel Ciro. I guess. What kind of dog were you, Sandy? What? A cool stray mutt like our little mushroom. Und jetzt haben sie offensichtlich aber zumindest ein unbewohntes Haus gefunden, bei dem sie bleiben. Allerdings war es, glaube ich, auch Herbst, als wir das letzte Mal gespielt haben. Da ist ja dann jetzt einige Zeit vergangen, wenn es hier. Good doggy. Sorry, guys. Schneit. We don't take any more guests. You're such a good girl. Da kommen wir nicht ran. Mushroom is so funny when she plays in the snow. Must have been a really sweet spot to get a tan in the summer. She loves it. Hey, get over here. Careful, little puppy. Don't catch a cold. We have to talk about it. Tonight. We tried to fish in the river, but we really sucked. Are you getting hungry? Not really. Really? I'm getting hungry. I can. Cold. Don't worry. We'll make a fire. We're pros now. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. Schönen guten Abend. If you spin one plate in a diner, what happens? Viel Spaß beim Laufen. People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean, with my power, I can help us. Ja, bis hierher fand ich es auch sehr gut. Da ich auch die vorherigen mochte, gehe ich eigentlich davon aus, oder ging ich davon aus, dass das auch mir gefallen würde. Bisher... Ziemlich gut.
Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Naja, das war ja eine ziemlich verfahrene Situation. Ne, wir haben uns irgendwie mit dem Nachbarjungen gestritten. Was war denn da? Ach ja, genau, wir haben uns mit dem Nachbarjungen gestritten. Dann hatte Daniel irgendwie rote Farbe dabei. Das ist ihm aus der Hand. Und so kann man von außen annehmen, dass da irgendwas passiert ist und da jemand blutet. Und dann kommt eine Polizeistreife vorbei und bedroht alle mit einer Waffe. Und das ist dann ziemlich schief gegangen. Daniel, you didn't even know. That shit was out of your control. But look what happened to the policeman. Maybe this power is a curse. Or something. Hey, we have no clue what happened. And it's not your fault. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Finde ich ja vom Design her ganz spaßig, dass wir hier nochmal quasi so ein kleines Tutorial am Anfang der Episode haben. Einerseits, weil es offensichtlich ein paar neue Dinge gibt, die man machen kann. Aber andererseits natürlich auch, weil man ja gegebenenfalls ein bisschen weiter hat vergehen lassen. Put my lighter. Ja, wo hat er denn sein? Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. Rucksack, genau. Wir haben einen Rucksack. Und darum brauchen wir nicht mehr. Waffen. Hm. War schon besser. Ah, okay. Da sieht man ein bisschen, wie die Reise bisher verlaufen ist. Genau, wir sind ja aus Seattle gekommen und waren kurz in Oregon. Das fand ich ja einen ganz netten Nod, weil da quasi aufgrund der Entscheidungen im ersten Life is Strange Spiel wir einen Ort gesehen haben, wo Dinge passiert sind in der ersten Staffel, wenn man so will. Und das fand ich ja interessant, dass sie, wir haben am Anfang des Spiels, glaube ich, danach gefragt, wie man sich entschieden hat, final. Und dass diese Entscheidung dann hier für eine Zwischenszene genutzt wird, fand ich eine nette Idee. Ansonsten haben die Spiele, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich nichts miteinander zu tun, außer dass sie so in etwa in derselben Zeit scheinbar zu spielen scheinen. Genau, da gibt es hier immer noch Sachen, die man nebenbei machen kann bzw. muss, zum Beispiel, dass man Fotos bzw. Bilder, glaube ich, finden kann und auch so Anstecker für den Rucksack. Und da gibt es offensichtlich hier wieder einige, die man finden könnte in dieser Episode.
Da bin ich immer ganz schlecht, muss ich sagen. Also ich krieg das immer nicht. Krieg das immer nicht mit. Richtig. Also das ist eine Haschpfeife. Das ist ja dann schon mal kein... Schon mal kein Feuerzeug. Und Geld haben wir noch 9 Dollar. Und ansonsten haben wir unser Telefon weggeworfen. Das war noch ein Punkt in der letzten Episode am Ende. Haben wir unser Telefon weggeworfen, damit wir nicht von der Polizei geortet werden können. Damit haben wir aber natürlich auch alle Kontakte, die uns irgendwie hätten potenziell helfen können oder die uns kennen, auch weggeworfen, bis auf diese Nummer, die wir hier scheinbar noch haben. Weiß jetzt gar nicht mehr, wessen Nummer das dann ist. Okay, aber hier ist offensichtlich nicht. Dann gucken wir mal weiter. High school feels so far away now. Ah, okay, das ist Daniels Inventar, dass wir auch so darauf zugreifen können. Daniel needs a doggo friend. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wo wir denn den Hund hier haben. Haben wir den gerettet? I hate it when I hear Daniel crying at night. I can't do shit. This thing is strong as a rock. Den haben wir, glaube ich, geklaut. Aus dem Laden, wo man uns kurzzeitig festgehalten hat. Bin ich mich nicht. So, was haben wir denn hier? Buch, Brief, Feuerzeug. Na bitte, geh doch schon mal. Time to get warm. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Chemotherapy. Aber glaube ich eine neue Information, mir so jetzt nicht klar war. No excuse not to binge read. Of course. He's the town fucking hero now. Ah, okay, das war der Typ, bei dem wir im Laden waren. Dann haben wir Dinge gekauft in dem Laden. Und ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, es ist egal. Wir haben, glaube ich, eine Flasche Wasser nicht bezahlt. Also ich habe Sachen mitgehen lassen, die ich nicht bezahlt habe. Aber ich glaube, unabhängig davon, ob wir was mitnehmen oder nicht mitnehmen, oder ob wir alles bezahlen oder nicht bezahlen, hält er uns halt draußen auf. Weil es ein Rassist war, ist ja immer noch, und genau, dann müssen wir uns da irgendwie befreien, und in der Befreiaktion gehen dann die Kräfte von Daniel los und dann liegen irgendwie alle rum, und wir haben dann, glaube ich, ein paar Sachen aus dem Laden noch mitgenommen nachträglich, weil ich fand, das hat er verdient. How can I feel bad for him? Wonder where Brody is now. Oh yeah. No internet. Ja. Genau, Brody war der Typ beim letzten Mal, der uns dann, nachdem wir uns dann befreit haben, mitgenommen hat ein Stück, hat uns auch ein bisschen Geld gegeben, haben wir ihm auch unsere Geschichte erzählt und so. Also das war ein netter Typ. Brody war so ein bisschen wie wie heißt er? Seth Rogen? Ich glaube Seth Rogen. Sah ein bisschen aus wie Seth Rogen. I'm used to Hank, so this will be different. Dead for a week. But at least we got some news. Okay. Thanks, Hank. Dickhead. Stimmt, das Zelt haben wir auch mitgenommen.
Ah, gute Idee von mir. Can't believe how much Daniel's powers have improved over the last weeks. Hey, Shroom. You thirsty? Also good nicht mal fließend Wasser in dem Haus. Daniel must have been pissed that day. Don't blame him. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway, right? I wish I helped Dad more with the house chores back then. There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but helps staying warm. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Dang, I am starving. Guess it's time to start cooking. Yum. Too bad I can't make a pizza fly to us. I could start Daniel's delivery service. Ja, da haben wir gesehen, was so die ersten Dinge sind, die wir hier in der neuen Situation offenbar haben. Ich habe noch nicht gesehen, dass wir was zu essen haben, aber wir sollen was kochen. Interessant, werden wir wohl noch was suchen müssen. Aber die Uhr hat gerade wieder angeschlagen, dass es 45 Minuten waren. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Cut. Das wäre quasi die erste Folge in der zweiten Episode Life is Strange 2. Und im Stream geht es hier sofort weiter und in der Folge beim nächsten Mal. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!